Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Und bevor ich euch jetzt hier mein Game zeige, eine huge Spoilerwarnung. Ich schreibe es ja auch nochmal rein. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt über den kompletten Inhalt, der wahrscheinlich den nächsten Wochen und Monate im Game noch hinzukommt, dann jetzt das Video auf jeden Fall abschalten, weil jetzt werden alle Pokémon geleakt, die schon im Gamecode enthalten sind und demnächst, ich glaube, hier sieht man schon, demnächst alle erscheinen werden. Was heißt demnächst? Das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Also entweder jetzt abschalten und wer jetzt noch dabei ist. Ich habe schon ein Libalo. 2 Wochen bevor es überhaupt rauskommt. Das liegt daran, dass die Dataminer und Pokémon-Hacker und ich weiß auch nicht, es geschafft haben, den Code so aus... Oh mein Gott, was war das wieder für ein Fehler? Den Code so auszulesen und alle Pokémon, die schon im Code enthalten sind, sich zu besorgen und verbreiten. Und ich habe die alle, also ich habe sie aus der Community bekommen. Ist auch relativ kompliziert, die zu erhalten, weil man kann die nicht einfach tauschen. Man muss mit einem, der die Pokémon hat, zusammen in ein Game gehen und dann die Pokémon per Eier ausbrüten. Ist ein bisschen kompliziert, aber dank der Community, Kirito, vielen Dank, habe ich die ganzen Pokémon bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle einmal durch. Das sind übrigens nur die, die man durchs Brüten bekommen kann. Es gibt auch noch ganz viele Legendäre und Pokémon, die man halt nicht brüten kann, die es noch gibt. Die habe ich noch nicht. Ich denke aber, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch ans Tageslicht kommen. Wer da die komplette Liste sehen will, die packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung. Die ist von Serebi. Die sind da meistens sehr gut informiert. Und dort könnt ihr die komplette Liste sehen von allen Pokémon, die es schon im Code gibt, die es schon im Game gibt. Und eben auch die ganzen legendären. Aber die, die man sich brüten kann, die zeige ich euch einmal jetzt. Also wir haben da einmal hier Libalo, das wisst ihr ja schon. Das Event ist ja am 30. Dezember. Wenn ihr da die 7 Sterne Raids mitmachen wollt, gerne mal auf Twitch vorbeischauen und Follow dalassen. Und dann gehen wir jetzt mal in die Box. Ich habe da nämlich alle schon schön vorbereitet. Es gibt einmal alle Sonne- und Mondstarter, Bautz, Finks und Froxy. Froxy werde ich mir auch auf jeden Fall shiny brüten. Ein komplett schwarzer Frosch, sehr, sehr cool. Es gibt alle 3 Starter von Schwertschild, das heißt Mamion, Chimpep und eben auch Libalo. Es gibt Otaru und Igamaru, die sind ja von Schwarz-Weiß die Starter. Und es gibt Feurigel. Und was es auch gibt, ist die Hisui-Form von Feurigel, Otamaru und von Bautz. Die habe ich noch nicht, die werden aber wahrscheinlich auch noch später kommen. Glurak hatten wir ja schon. Dann gibt es hier einmal Damhirplex. Das ist interessant, weil das hat hier eine ganz neue Attacke bekommen, Barrierenstoß. Und bei Legenden Arceus war es so, dass man Barrierenstoß 20 Mal einsetzen musste und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Ich weiß das nicht ganz genau, weil ich habe das Scheiß-Game nicht gespielt. Es gibt Rokara. Das kannte ich auch nicht. Das ist von... Chat, von wann ist das nochmal? Aus welcher Generation Rokara? Was habt ihr gesagt? XY, ne? XY, Rokara. Kanto Tauros gibt es im Code. Alola Slimer. Alola Mauzi, sehr, sehr cool. Alola Dicta, auch sehr, sehr cool. Und dann, glaube ich, alle Hisui-Formen. Hisui Fukado, Hisui Zorua, Hisui Sneebel, das Baldorfisch. Das Baldorfisch? Der Baldorfisch? I don't know. Voltobal Hisui, XY, ja. Und das ist Galar Flegmon, meine ich. Den packen wir mal hier raus. Und es gibt auch noch Hisui Barschuf, den habe ich leider noch nicht. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Legendären es gibt, ich kann euch mal 1, 2, 3 nennen. Es gibt Arctostoptos Lavados, es gibt Mewtwo und Mew. Es gibt von der 3. Generation übrigens nur Groudon, Kyogre und Rayquaza. Es gibt die 3 Galarvögel, Arctostoptos Lavados und noch ganz viele andere. Könnt ihr unten mal in die Liste schauen. Und ja, das sind die ganzen Pokémon, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten durch Terra-Events ins Game kommen werden. Ja, ich darf die natürlich nicht online benutzen,
Da wird wahrscheinlich der Account gebannt. Falls ihr die haben wollt oder euch besorgen wollt, dürft ihr auf jeden Fall nicht online benutzen. Ihr könnt die offline benutzen in eurem eigenen Game. Ihr könnt euch die schon shiny züchten. Sobald die Pokémon offiziell released werden, könntet ihr dann euer Pokémon, was ihr schon habt, dann auch benutzen. Auch ohne Sorge, da sollte eigentlich nichts passieren. Nur nicht benutzen, bevor die offiziell released sind. Also es sind hier keine gehackten Pokémon, da dürfen wir uns nicht falsch verstehen. Das sind Pokémon, die schon im Code vorhanden sind, aber noch nicht freigeschaltet sind von Game Freak. Das heißt, die werden irgendwann freigeschaltet und dann könnt ihr die ganz normal benutzen. Und ja, mich würde extrem interessieren, ob ihr zufrieden seid mit den Pokémon, die jetzt noch dazugekommen sind. Weil ich bin absolut unzufrieden. Ich finde es total random, welche Pokémon hier ausgewählt wurden. Also man merkt auf jeden Fall, Hisui haben die alles reingebracht von Arceus. Okay, aber wieso gibt es nur eins von Johto? Wieso gibt es keins von der dritten Generation? Irgendwie random gibt es alle drei von Sonne, Mond, aber es ist ganz komisch. Ich finde es ganz komisch, welche Pokémon hier reingenommen werden. Wo ist Shigi? Wo ist Bisasam? Naja. Ich hoffe, dass da noch einiges kommt. Auch dann vielleicht 2024, keine Ahnung. Oder dann mit dem DLC nochmal. Ich meine, das sind ja jetzt nur die Pokémon, die durch Terra-Events kommen. Mit dem DLC Ende nächsten Jahres oder so kommt, da könnten da natürlich nochmal 100, 200 Pokémon dazukommen. Wegen Hisui-Entwicklungen? Ja, es kann sein. Naja, wegen Hisui-Entwicklung ist nur Feurigel, Otaro und Bautz dabei. Das ist klar. Aber wieso gibt es dann von Sonnemond Fings und Froxy, aber nicht die beiden anderen? Wo ist Kanimani, Mann? Ich will Kanimani haben! Ich würde mir so gern Kanimani Shiny brüten. Ich so Bock drauf. Naja, egal. Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da, gerne Follow auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich melde mich nochmal ganz kurz aus dem Offstream. Heute um 16 Uhr werde ich Froxy an meine Community vergeben. Wenn ihr da dabei sein wollt, schaltet gerne auf Twitch ein und holt euch einen Froxy ab. Und damit bis bald, haut rein.